Hallo Leute, Mr. Kurab hier direkt, der nächste Eindruck von der Gamescom, gleich zwei auf einmal, und zwar von Tom Clancy, sowohl Rainbow Six Siege als auch The Division, also halt beides von Ubisoft. Wir legen erstmal los mit Rainbow Six Siege und ja, das ist offen gesagt ein bisschen schwer, da viel zu sagen, weil ich hatte nicht viel Erfahrung mit dem Spiel. Ich werde sehr viel mehr haben, ich werde garantiert in der Beta sein, wenn die dann bald losgeht. Was da auf der Gamescom passiert ist, war aber ein bisschen unglücklicher. Hauptproblem: wir wussten nicht wirklich, wie das Spiel geht, wurden da reingeworfen und dann war alles schon wieder vorbei. Das ist an sich ein häufiges Problem, nicht jedes Spiel eignet sich für die Gamescom, aber es ist traurig, dass es da so schief ging, wenn es bei anderen Spielen, die ähnliche Probleme hätten haben können, wie eben The Division, werde ich gleich zu kommen, aber auch For Honor, ebenfalls von Ubisoft, es geschafft haben, das ziemlich gut zu umgehen. Also, was da passiert ist, wir waren da und waren schon im Charakterauswahlbildschirm, als erstmal unser Vertreter da angefangen hat, uns vorzublubbern, worum es geht und was wir darauf achten müssen und was wir machen müssen. Und bis wir das halbwegs verstanden hatten, war die Charakterauswahl schon vorüber und jeder hat einen zufälligen Charakter bekommen. Wunderbar. Während uns dann noch erklärt wird, was wir jetzt machen sollen, was unsere Rolle ist, sind wir Angriff oder Verteidiger, hatten die Verteidiger, wir waren der Angriff, hat sich herausgestellt, schon alle aus dem Fenster gelehnt, einfach blind in die Gegend gefeuert und drei von uns umgenietet. Nicht toll. Nicht einfach nur, weil es unsere Erfahrung versaut hat, aber auch, weil es zeigt, dass egal, was für ein professionelles Team du hast, wenn du Pech hast und die Verteidiger aus den richtigen Fenstern schauen, müssen die doch nur ballern und gewinnen. Also, okay, ja, das kann jetzt einfach Zufall sein, kann sein, dass es bei Profis niemals so passieren wird, aber das kam dann erstmal sehr negativ rüber, dass egal wie toll du planst und dich mit deinen Leuten absprichst, wenn die sich jedoch aus dem Fenster lehnen und dich abballern, wandern sie dich nun mal ab. Wie gesagt, ich denke, das war ein ungewöhnlicher Einzelfall. Ich habe nie sowas in irgendeinem Stream oder Videodemo oder sonst was gesehen, weder von Ubisoft noch von irgendwelchen anderen Leuten. Aber es kam doof rüber. Im Allgemeinen, ja, das Spiel ist zu komplex, um es mal eben so zu lernen, um es mal eben beim Spielen zu lernen. Ich denke, wie gesagt, dass ich in der Beta einen viel komplexeren und tieferen Eindruck davon haben werde, wenn die dann irgendwann bald mal startet. Aber bis dahin war das alles ziemlich wenig, ziemlich begrenzt. Was da war, war nicht automatisch schlecht. Gerade so in dieser Vorbereitungsphase, als ich die einmal richtig spielen konnte, als ich dann Verteidiger war und eben Sachen vernageln konnte und in Stellung gehen konnte, war das schon einen Schritt besser. Aber auch hier wieder die Hälfte der Features haben wir gefunden, bevor unser Betreuer da die uns nennen konnte. Die haben wir herausgefunden, ausprobiert und dann erst sind sie demjenigen eingefallen. Also, das war einfach sehr schlecht organisiert, Ubisoft. Da hätten so 5 Minuten mit einem kleinen Intro-Video und vor allem ein paar Betreuern, die besser Bescheid wissen, sehr viel getan, um dieses Spiel besser erscheinen zu lassen. Ich habe mich auf das Spiel gefreut. Ich finde es immer noch interessant, aber jegliches bisschen Hype, das ich jemals dafür hatte, ist endgültig gestorben. Einmal wegen der schlechten Präsentation, aber auch, weil ein paar andere Sachen mir nicht gefallen haben. Die Grafik ist gut, aber jetzt nicht herausragend. Das Waffenfeedback fühlte sich nicht ganz so toll an. Da gab es einige Beispiele, unter anderem auch von euch, Ubisoft, die das besser gemacht haben. Aber ja, wie gesagt, sehr unglücklicher Fall, den ich da hatte. Blöde Präsentation mit ein paar blöden Zufällen. Ich denke, ich werde eine bessere Erfahrung haben, wenn ich es mal richtig ausprobiere. Könnte sicherlich ein gutes Spiel werden. Aber ich bin da erstmal ein bisschen vorsichtig. Da gibt es immer noch viele Lücken und es fühlt sich immer noch so an, als könnten ein, zwei Trolls oder Griefer oder einfach Leute, die so die billigste Methode verwenden, dir alles versauen. Und es fühlt sich halt so an, als gäbe es diese billigen Methoden, diese extrem simplen Methoden, mit der man einfach alles kontern kann. Und ja, da muss man schauen. Und wie gesagt, blöde Präsentation, da ist es erstaunlich, wie viel besser er das bei The Division geschafft hat. Das habe ich auch gespielt, nicht direkt danach, aber recht zeitnah. Und da haben wir erstmal schön einen dicken Trailer bekommen. Das war hauptsächlich Zusammenschnitt aus den Bekannten, aber das ging dann über in einen genaueren Trailer mit Fokus auf den Dark Zones. Genau da waren wir nämlich in diesem PvP-Gebiet. Der hat dann genau erklärt, was da eigentlich los ist, warum wir da rein müssen, komplett mit Story-Hintergrund, allem drum und dran, Welt sitzt perfekt, Atmosphäre super und eben was genau wir gleich machen werden, wie im Grunde es funktionieren wird, worauf wir achten müssen, was passieren könnte, was nicht passieren sollte und so weiter und so fort. Das war cool gemacht. Dazu, Spiel sieht nochmal sehr viel besser aus, also da wo Rainbow Six so sehr nach Grau und Braun, dem Standard-Gemisch aussah, hatte The Division aus irgendeinem Grund mehr Farbe, was bescheuert ist. Das ist eigentlich auch alles weiß und grau, aber es wirkte einfach ein bisschen lebendiger, ein bisschen knalliger, ein bisschen stärker. Das kann jetzt eine andere Engine sein, das kann einfach nur ein Eindruck sein, den ich hatte. Das kann ein anderer Bildschirm gewesen sein. Himmel, vielleicht war der erste Bildschirm, den ich hatte, einfach nur scheiße oder sowas. Oder das ist einfach nur unterbewusster Eindruck, weil der Gesamteindruck von dem einen besser war als dem anderen. Es wirkte einfach schöner und lebendiger und ja, es wirkte toll. Ende.
hat sich dann auch gut gespielt, war auch hier ein bisschen verwirrend und auch hier man ganz klar zu komplex für so eine Gamescom-Demo. Aber trotzdem haben sie es geschafft, einem das viel besser nahe zu bringen als das letzte. Also ja, mein Team war praktisch darauf dabei, sich gegenseitig wiederzubeleben, weil immer irgendwer irgendwie gestorben ist, weil irgendein Gegner hinter uns übrig war, den keiner gesehen hat, bis wir schon 10 Meter weiter waren. Aber es hat alles dann doch irgendwie ganz gut funktioniert. Klar gab es auch da wieder Verwirrung, also auch da war unser Betreuer wieder so ein bisschen das Problem. Da hieß es dann auch wieder, ja, nee, die Farbe darfst du schießen, die Farbe darfst du nicht schießen, dann bist du der Böse und sonst was. Und dann haben wir geschossen, dann waren wir doch plötzlich die Bösen, weil die Farbe war dann wohl doch nicht die Farbe, die wir hätten nicht beschießen sollen oder doch beschießen sollen, oder es war verwirrend. Aber das ist so ein Problem, das löst sich, sobald du das erste Mal spielst, dann hast du ja die Tutorials, die dir genau sagen, so sehen Teams aus, so sehen NPCs aus, so sehen Freunde aus, so sehen Feinde aus, auf die einen darfst du schießen, auf die anderen nicht. Das ist kein wirkliches Designproblem. Das war jetzt verwirrend, weil wir das alles innerhalb von ein paar Minuten auf uns einprasseln hatten. Damit wird man klarkommen, wenn man später ordentlich gelernt hat. Das eine Problem, die eine Frage, die auch diese Anspielsession von The Division leider nicht beantwortet hat, ist die Frage nach dem Singleplayer. Also, was ist, wenn ich das Spiel einfach so starte? Wenn ich nicht gerade zwei, drei oder mehr Leute da habe, mit denen ich spiele, weil ich habe noch keine einzige Gameplay-Demo gesehen, noch keinen einzigen Trailer, noch keinen einzigen Stream oder irgendwas, bei dem ein Spieler allein unterwegs ist. Jedes Mal ist man mit mehreren unterwegs. Das ist zwar an sich ganz cool und dieses Spiel zusammen klappt auch und es macht auch Spaß. Also das könnte sehr, sehr geil werden, aber wenn ich eins gelernt habe, ist dann, dass man ziemlich häufig es nicht schafft, sich mit seinen Freunden so abzusprechen, wie man sich erhofft. Man spielt dann die ersten zwei Runden zusammen und dann irgendwie schafft man es nie so richtig, da zusammen wieder reinzukommen. Das passiert häufiger, als man glaubt. Es passt halt einfach nicht immer. Und ja, wie spielt sich das Spiel dann? Das war ja mit eines der großen Probleme, in das Destiny gestürzt ist, als es rauskam. Der Singleplayer war einfach unheimlich grindig und langweilig. Und da habe ich halt so ein bisschen Angst, dass bei The Division irgendwas Ähnliches sein wird. Beziehungsweise, dass wenn du eben nicht mit Freunden zusammenspielst, sondern mit random Leuten zusammenspielst, es ganz schnell entweder so ein GGWP wird, wo halt auch keiner mehr Bock drauf hat, weil es einfach nichts mehr ist, als das, was wir schon kannten. Oder so ein typisches Geflame, wie schießt du denn hin, was hast du denn für ein Equipment, wieso heilst du nicht, was bist du denn für ein Penner, hey, den Loot wollte ich haben, du Arschloch. Das ist meine andere Angst, also ich hoffe, dass sie das besser hinkriegen. Dieses Spiel hat unheimliches Potenzial, das kann ich von dieser kurzen Anspielsession sagen. Die Atmosphäre ist geil, das Ganze läuft gut, das Schießen fühlt sich richtig, richtig befriedigend an. Es hat ein paar coole Power-Ups, wobei ich von denen gar nicht mal so viele ausprobieren konnte. Es ist alles schon ziemlich cool. Also man sieht, wie viele Jahre die jetzt schon daran arbeiten und wie sehr die wollen, dass das mehr wird als eben Destiny und The Crew, die ja auch alles dieses Soziale, alles Verbundene bieten wollten und beide ziemlich dabei gescheitert sind. Das könnte echt geil werden, aber ja, dieser eine große, dicke, kritische Punkt, was aus dem Singleplayer wird, was wird, wenn du nicht gerade mit zwei Leuten dich perfekt verabredet hast und das zusammen vor dem nächsten Multiplayer-Event Spawns passiert, das haben sie einem immer noch nicht gesagt, davor habe ich immer noch Angst. Entsprechend hier, was die Tom Clancy-Spiele angeht, beide haben auf jeden Fall Potenzial. Ich sehe bei beiden ein paar gute Ansätze. Aber beide waren auch zu komplex, um sie auch nur ansatzweise in ihrer Gesamtheit nach so einer kurzen Anspielzeit auf der Gamescom bei einmal testen, evaluieren zu können und sagen zu können, ja, die werden es oder die werden es nicht. Ich werde auf jeden Fall in der Beta von Rainbow Six sein. Ich werde irgendwie versuchen, in die Beta-Events denn wie, wo, wann es sie geben wird, von The Division reinzukommen. Ich hoffe, ich schaffe das irgendwie, wenn es sie irgendwie auf dem PC überhaupt gibt. Ich finde beide Spiele sehr interessant, aber erneut, ich warne davor, beide haben noch ihre Macken. Beide sind noch nicht perfekt, beide sind noch nicht so, ich sagen würde, da kannst du bedenkenlos zugreifen, das wird dir so oder so Spaß machen. Im Moment sehe ich The Division in einem etwas besseren Licht, da hatte ich definitiv mehr Spaß, die Präsentation kam einfach auch besser rüber und es hat mehr Laune gemacht. Gleichzeitig habe ich auch Angst, dass das, was ich in The Division gespielt habe, sehr viel seltener passieren wird als eine gute Runde Rainbow Six, auch wenn ich davon noch keine einzige gespielt habe. Weil eben du nicht wie bei Rainbow Six dich noch für einzelne Matches anmeldest, sondern eben zwei, drei Leute finden musst oder dich am besten mit ihnen verabredet haben musst. Und ja, das klappt nun mal nicht immer so leicht und perfekt, wie wir uns alle vorstellen. Worst Case Szenario ist halt zu fünft und dann bildet sich eine Vierergruppe und du bist der eine blöde Penner, der da rausgelassen wird. Kann auch passieren, hatte ich auch schon mit Freunden, ist unglücklich, aber sowas passiert. Also ja, ich hoffe, die haben da was Gutes für den Singleplayer. Genauso wie ich hoffe, dass Rainbow Six, wenn man es einmal richtig gelernt hat und mit richtigen Leuten da ist und sich ordentlich absprechen kann, ebenfalls besser sein wird. Aber bei beiden Spielen sollte man erstmal noch vorsichtig sein. Da ist immer noch eine ganze Menge unklar. Da kann immer noch alles passieren. Aber ja, das war's dann auch für dieses Video schon wieder.
So, und hier sind wir schon wieder auf meiner Endcard. Ihr kennt euch ja schon aus. Links die Gamers Week, rechts der Gamers Talk. Oben geht's zu meinem Kanal mit all den anderen Sachen, all den anderen Gamescom Specials und allem anderen eben auch. Den dürft ihr auch gerne abonnieren. Genauso gerne könnt ihr mir einen netten Daumen nach oben hier lassen. Freut mich immer. Ebenso wie Vorschläge, Ideen, Kritik und was euch auch sonst immer alles andere einfällt. Haut mir das ganze Zeug einfach sofort da unten in die Kommentare. Je mehr, desto besser. Nächstes Video ist dann das letzte Ubisoft-Video mit For Honor, dem ganz neuen Spiel, das ich ja auch schon anspielen konnte. Wir sehen uns damit, sobald das fertig ist. Bis dahin, alles Gute und man hört sich. Euer Mr. Kurab.